Bei SickTV, dem einzig wahren Seher hier auf YouTube. Wir haben heute natürlich wieder eine neue tolle Reaction über Space Frogs. Wer hätte das gedacht? Aber kann man sich auf jeden Fall jederzeit gönnen. Das Thema? Die wahre Gefahr hinter künstlicher Intelligenz. Tja, das wissen doch die meisten so oder so. Gib niemals ChatGPT deine Daten. Das ist böse. Die können damit bestimmt sonst irgendwas machen. Aber nein. KIs sind auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Sache und das wird in der Zukunft noch wichtiger. Und deswegen schnell damit lernen oder fragt einfach mich, ob ich für euch Aufgaben übernehme und ihr bezahlt mich dann einfach. Dann ist es auch scheißegal. Dann braucht ihr es nicht wissen über künstliche Intelligenz. Dann helfe ich euch einfach. Und ich bin eine natürliche Intelligenz und keine künstliche. Aber es wäre auch intelligent von euch, wenn ihr jetzt unten natürlich auf der Beschreibung den Link anklickt von Spaceworks, da könnt ihr den Watchtime gönnen und noch intelligenter wäre es, also das ist wirklich so eine High-Quality-Intelligenz, wenn ihr den Abo-Button draufklickt und natürlich vielleicht noch die Glocke aktiviert und dann ein Like und Dislike auf jeden Fall nach dem Video, wie es euch gefallen hat und ein Kommentar würde schlussendlich dann auch noch das Ganze untermalen, ne? So richtig, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, was kann ich verbessern? Immer mit Verbesserungsvorschlägen. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Immer Verbesserungsvorschläge. Abgesehen von, mach mal Eigenkontakt. Ja, nee, danke. Ich versuch's irgendwann mal, aber darüber kümmert sich dann halt der Zukunftsseki, weil ich komme gerade echt nicht dazu. Es tut mir vielmals leid, aber irgendwann werdet ihr denken so, das ist ja gar keine Reaction. What the fuck, was hat der jetzt schon wieder produziert? Das kann ja nichts werden. Also, oder bezahlt ihn einfach so, ohne Gegenleistung. Das hast du gesagt, nicht ich. Mach mal Hashtag nicht made kostüm. Okay, Leute, ihr wisst, Hashtag nicht made kostüm. Perfekt. So, wir machen einmal die Musik aus. Jetzt habe ich die Werbung angemacht, Leute. Wo ist mein Startbutton? Ich hatte auf meinem Touchbottle mal die Möglichkeit, Spotify zu beenden. Wo ist der Button hin? What the fuck, wo ist der Button hin? Ja, verschwindet einfach ein Button. Egal, nicht so schlimm. Let's go. Also, ja, sorry, dass jetzt schon die erste Unterbrechung kommt. Also stimmt, das mit diesen künstlichen Bildern, Videos, ist schon wirklich gemeingefährlich. Das muss man auf jeden Fall so sagen. Finde auch, da muss man dementsprechend Regelungen erzeugen, die dann zumindest die Leute bestraft, die das so erstellen. Was die Jobs angeht, ja, das passiert leider Gottes irgendwann, dass Jobs ersetzt werden. Es wurden schon immer Jobs ersetzt, weil einer oder mehrere zu faul waren, haben was erfunden und plötzlich konnte man das einfach automatisch machen. Jede krasse Erfindung basiert darauf, dass jemand zu faul war, irgendwas zu machen oder es zu langsam war. Eins von beiden wahrscheinlich, ne? Du bist zu faul, mit dem komischen Sieb an Fluss Wäsche zu waschen. Ja, dann gab's irgendwann die Waschmaschine. Galt übrigens auch dann für die Geschirrmaschine. Du bist genervt, weil es zu langsam dauert, mit zwei Pferdchen und einer Kutsche nach Timbuktu zu reisen. Ja, dann gab es halt Auto. Schneller. Jede Erfindung. Achso, Sound vom Video ist nicht da. Geil, danke. Also im Grunde, sie haben nur gesagt, hier Präsidentenspiel mit Minecraft und der redet mit dem und halt einfach künstlich erschaffen. Danke für den Hinweis und Hashtag fail auf jeden Fall, würde ich sagen. Ah, oh, Mann. Ah, ne, warte mal. Hashtag lost. Das war's. Oh, lost man. Ja. Schlussendlich, aber jede krasse Errungenschaft basiert darauf, dass jemand zu faul war oder ihm es einfach zu langsam war. Eins von beiden wird es schon sein. Glaube ich jetzt mal zumindest. Licht. Ich meine, es gab die Fackel. Vielleicht war jemand zu faul, immer die Fackel anzuzünden.
Das könnte auch sein. Ja, wahrscheinlich dann eher die Effektivität, aber ihr wisst, was ich meine. Und KIs werden auf jeden Fall Jobs ersetzen, aber KIs werden auch wieder neue Jobs hervorbringen und dementsprechend auch vielleicht irgendwo Zeitersparnis reinbringen, wo es gut dann zum Ausgang geht. Keine Ahnung, weiß gerade nicht. Ich meine, so Kundensupport bei Amazon ist jetzt nicht gerade der Beste, ne? Lass mir ChatGPT daran, dann ist er auf jeden Fall wahrscheinlich schon besser geworden. Hätte ich jetzt mal gesagt, statt bei Microsoft irgendwie Support anzurufen in Indien, sorry für die Klischees, aber es ist irgendwie tatsächlich so, irgendwie jeder Support kommt aus dem indischen Bereich. Und wenn ihr wisst, dass man Englisch sprechen muss und dann hat man den indischen Akzent und der ist nicht ganz so deutlich, dann struggelt man ein bisschen. Es gibt extra Firmen, die andere Firmen anstellen, damit dieses externen Firmen bei den Support anrufen, weil die das nicht mehr machen möchten. Das müsst ihr euch mal überlegen. Deswegen ChatGPT. Da kannst du sogar in jeder Sprache reden. Ganz easy peasy. Also es hat auf jeden Fall auch schon Vorteile. So ist das nicht. So jetzt ich als Entwickler, dementsprechend, wenn ich einen neuen Code brauche, der natürlich einfach gestrickt ist, ist es natürlich viel leichter, kurz bei ChatGPT, hey, gib mir mal Grundgerüst für das und das und das. Und dann hast du dir so viel Arbeit erspart, wo du denkst, so, what the fuck, eigentlich, was habe ich gelernt? Und für jemanden, der allgemein schon ziemlich lang aus der Informatik raus ist, verhältnismäßig, was das Programmieren zumindest angeht, ist das noch reizvoller. Das ist viel, viel reizvoller. Also natürlich, künstliche Intelligenz ist gefährlich, aber hat auch sehr viel Potenzial, um einfach so viel Entwicklung voranzutreiben. Deswegen, wenn man sich halt davor fürchtet, mauert man sich sowieso nur ein. Du kommst nicht drum weg, das wird es weitergeben, die künstliche Intelligenz. Und die wird auch weiter erforscht. Also von daher, generell wäre es einfach nur naiv, wenn man heute einen Job beginnt und denkt, dass man diesen unverändert 40 Jahre so durchziehen kann. Jeder muss weiterentwickeln und es wird immer etwas zu tun geben. Das auf jeden Fall. Also es gibt ja anscheinend, also ich habe irgendwo das gelesen, es gibt ein paar Jobs, die du wirklich eher sehr, sehr schlecht ersetzen könntest, solltest. Aber ich denke mal, irgendwie kann man jeden Job irgendwo ersetzen, auf irgendeiner Ebene, irgendwann mal. Gut, so handwerkliche Berufe, wenn es wirklich so unikat sind, wird schon schwieriger. Aber auch die sind irgendwann ersetzbar. Man muss mit der Zeit gehen. Das ist halt leider so. Das ist ja leider eigentlich gut so. Wobei, früher war alles besser. Bitte, in den Kommentaren, alle rein. Früher war alles besser und dann begründet ihr, warum. Das möchte ich jetzt einfach mal sehen. Alles. Haut die geilsten Sprüche raus. Toll. Video? Übrig ist, der sich an den süßen Aktienrenditen erfreuen kann. Oder sie macht einfach kurz einen Prozess mit uns, weil sie die Lösung zur Beendigung des Klimawandels gefunden hat. Piu, piu, piu. Es gibt unzählige Weltuntergangsszenarien, die von einer übermächtigen KI ausgehen. Aber vielleicht ist die... Der klassische Terminator, ne? Früher hatten alle Sekis einen Hashtag Made-Kostüm. So viele Sekis gibt's? Hat man mich geklont schon? Mist. Mist. Wahre Gefahr ja nicht die künstliche Intelligenz, sondern die natürliche Inkompetenz. Diese künstliche Intelligenz, die wir gerade haben, wirklich Intelligenz zu nennen, ist eigentlich ziemlich unintelligent. Denn sie ist nicht in der Lage, selbstständig komplexe Ziele zu erreichen. Aber jetzt werdet ihr vielleicht sagen, aber die können Schach spielen und Schachleute kaputt hauen. Das sind halt spezielle Intelligenzen, wenn man so überlegt. Man gibt ja eine schwache Intelligenz, eine starke Intelligenz und eine Superintelligenz, glaube ich, war die Abstufung. Bin mir gerade nicht sicher. Die schwache Intelligenz hat halt einfach reine Routine-Sachen. Die starke Intelligenz kann sowas wie dein Schach spielen und die superstarke kann sich so weit entwickeln, dass du im Grunde wirklich Terminator warst. So habe ich das, glaube ich, damals noch im Kopf gehabt. Schon ein bisschen länger her. Es ist schon auf eine gewisse Art eine Intelligenz. Ich würde ich jetzt trotzdem nicht so sagen, dass man das nicht als intelligent bezeichnen kann. Je nachdem, wie man es halt einstuft, ne? Aber ja, die Inkompetenz macht es echt gefährlich. Guter Einwurf.
in der Weltmeisterschaft von Schachspielen und so. Ich sehe gerade, wie so ein Roboter mit einem Schachbrett irgendwie einfach einen Menschen totschlägt. Es gibt doch den Schachbot, der einem Kind den Finger gebrochen hat. Echt? Ja. Oh. Das ist mal ein illegal Chess-Move. Nee, das ist so ein Ding, weißt du, der kann nur eine Sache gut und in allem anderen ist er schlecht. Ich rede hier von allgemeiner künstlicher Intelligenz. Sowas haben wir noch nicht. Das ist ein bisschen sick. Nehmen wir mal ChatGPT. Ist es ein R? Es generiert ja einfach nur Texte aus bestehenden Daten aus dem Internet, ohne sie wirklich selber zu verstehen. Vielleicht könnte man auch sagen, es ist eine simulierte Intelligenz. Man muss aber sagen, es gibt ja auch, wie heißt denn das andere Tool, wo im Grunde auch mit ChatGPT arbeitet, aber komplette Prozesse entwickelt und dementsprechend dir das vorgibt. Oh, wie hieß denn das Tool nochmal? Das fand ich geil. Hier, schwache Intelligenz, konkretes Problem, zum Beispiel Schach. Starke Intelligenz, universell, auf Ebene eines Menschen. Da gab es da nicht noch eine höhere Stufe oder habe ich das falsch verstanden? Aber ja, gut, ChatGPT greift nur Datensätze ab. Das Verständnis ist vielleicht nicht ganz so extrem, aber es kann dir trotzdem dementsprechend sehr individuell helfen, was ChatGPT halt als krasse Macht schon macht. Ne? Macht schon Macht. Gut gemacht. Was ist ein Frosch? Ein Frosch ist ein kleines bis mittelgroßes, wechselwarmes Tier, das zur Gruppe der Amphibien gehört. Es gibt viele verschiedene Arten von Fröschen, die sich in Größe, Farbe und Lebensraum unterscheiden. Die meisten Froscharten verbringen ihre Lebenszyklen sowohl auf dem Land als auch im Wasser. Nein. Fragen mit eindeutigen Antworten funktioniert das ganz gut, aber je spezifischer die Fragen werden, desto merkwürdiger werden die Antworten. Witzigerweise, ich habe auch mal eingegeben, wer ist Seki TV? Ich bin anscheinend ein Weltberühmter, ne? Also, mir gefällt ChatGPT, die speichern schon ganz gut. Also, die künstliche Intelligenz speichert mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die Space Frogs waren ein deutsches, also, die gibt's gar nicht mehr. Stimmt ja. Das sind jetzt nur Videos, die sie einfach in der Vergangenheit hochgeladen haben, aber sie existieren eigentlich gar nicht mehr in dieser Realität. Krasser Scheiß, oder? Waren ein deutsches Comedy-Duo, bestehend aus den beiden Brüdern Fiete und Jasper. Sie erlangten Bekanntheit durch ihre YouTube-Videos, in denen sie skurrile und humorvolle Inhalte präsentieren. Die Videos umfassten verschiedene Formate wie Comedy-Sketches, Parodien, Vlogs und Challenges. Okay. Und die Frage, wer wir sind, lässt jetzt nicht mal wirklich subjektive Antworten zu, ne? Halt, man muss aber auch bedenken, ChatGPT, es gibt die Einschränkung, dass es nur bis 2021 die Daten hat. Es gibt zwar auch die Möglichkeit bis aktuell, aber das ist ja gerade die Beschränkung mit den gesammelten Daten bis 2021. Gut, Spacebox gibt es schon etwas länger, glaube ich jetzt mal, irgendwie. Aber nur als kleine Randnotiz. Es ist halt keine richtige Intelligenz. Sie gaukelt es dir nur vor, so wie Elon Musk. Und wenn jemand auf schlau tut und andere dem dann blind folgen, hat es meist sehr schlichte Konsequenzen, wie bei Elon Musk. Und hier spielt noch eine ganz besondere Art der Dummheit mit rein. Geschäftsführungen von Großkonzernen, die fette Gewinne wittern. Jo, Chef, AI ist die Zukunft. Wir könnten damit unsere komplette Hotline ersetzen. Das wären 70.000 Mitarbeiter. Wir würden damit Millionen sparen und circa einsatzbereit wäre das in einem Jahr. Ein Monat. Wieso ein Monat? Naja, so lange geht die Kündigungsfrist für die 70.000 Mitarbeiter, die ich gerade gekündigt habe. Es gibt jetzt bereits... Das ist schon krass. Also ich würde trotzdem nicht auf die Menschen erstmal verzichten, vor allem erstmal, sage ich extra, weil die Technik noch nicht ausgereift genug ist. Dann gibt es natürlich auch noch die krassen Zeitlimits, die jetzt die Chefs wahrscheinlich auch noch setzen, so von wegen, ja wirklich, in einem Monat muss es entwickelt sein. Das muss über Jahre geübt werden. Über Jahre muss es präzisiert werden, immer verbessert werden, alles Mögliche. Du kannst aktuell trotzdem nicht so extrem auf die Menschen verzichten, das wird einfach nichts. Wir haben jetzt gerade erst angefangen mit der künstlichen Intelligenz. Ich nenne es trotzdem so, die AI, OpenAI. Nenne ich jetzt einfach so, ist mir egal, was andere sagen. Wir haben gerade erst angefangen, das ist gut, es ist sehr interessant, es kann auch sehr, sehr viel Nutzen bringen, aber du kannst den Menschen noch nicht einfach so einfach ersetzen. In vielen Sachen kann es sich unterstützen. Es gibt den Prompt-Engineer, der ist gerade richtig, richtig gefragt. Ich habe mir schon überlegt, ob ich da anfrage, ob ich irgendwo mal schaffe als Prompt-Engineer. Aber ich müsste Englisch wieder benutzen. Und ich hasse Englisch. Warum ist nicht Deutsch die Weltsprache geworden? Das macht mich immer wieder traurig.
Nein, das ist einer der Gründe, warum es mich ein bisschen zögerlich. Warum ich zögere, das zu suchen, so den Job. Bei Prompt Engineer, ich glaube, das wäre genau mein Ding. So komplett anders denken, um die Lösung zu bekommen. Ich wette es einfach. Und das ist ein gefragter Job. Also wenn ihr wirklich gerade auf der Suche seid nach einem schönen Beruf, wo ihr noch neu einlernen wollt, dann sucht euch den Job, der bringt zumindest gut Asche aktuell. Aktuell, ich weiß nicht, wie es in Zukunft ist. Problem bei einer künstlichen Intelligenz, die der menschlichen gleicht, ist derzeit noch, dass bestimmte Arten von Intelligenz noch gar nicht wissenschaftlich erforscht und verstanden wurden. Zum Beispiel emotionale Intelligenz. Bestimmte Felder wie Sprache oder noch bessere mathematische logische Intelligenz dagegen vergleichsweise gut und sind viel besser technisch abbildbar. Du musst dich auch bedenken, alles was logisch ist, kannst du schnell erschaffen. Alles was nicht logisch ist, Emotionen zum Beispiel, ich hasse Emotionen, macht schon gar keinen Sinn. Ich hasse, dass ich es hassen kann. Hä? Ich meine, Captain Kirk war ja immer schon kühl und gelassen. So schön auf Logikbasis. Das war schon die künstliche Intelligenz schon fast. Nein, aber Emotionen sind einfach zum Beispiel eine Unlogik, die es nicht so einfach zu verstehen gilt, weil da so viele Komponente sind. Also sobald es um logische Schlussfolgerungen geht, funktioniert das halt wieder. Irgendwo muss man ja mal anfangen. Oh. Am besten fängt man am Anfang an. Hat schon STP gesagt. Als Beispiele, wo Firmen AI implementiert haben. Obwohl es absolut hätte klar sein müssen, dass das keine gute Idee ist. Die NEDA, die National Eating Dicks Association. Ups, Fehler der Redaktion. National Eating Disorders Association, okay. Hat alle ihre anscheinend freiwilligen Hotline-Chat-Mitarbeiter entlassen. Selber gesagt, dass es nichts damit zu tun hatte, dass sie gerade eine Gewerkschaft gründen wollten. Und mit dem Chatbot Tessa ersetzt. Tesla? Nee, Tessa. Hallo, hier ist Tessa von der National Eating Disorder Association. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie haben seit einer Woche nichts mehr gegessen, weil Sie sich fett fühlen, aber es ist doch gut zum Abnehmen. Aha. Ja, also, ich meine, Magersucht ist schlimm, aber Sie können ja trotzdem abnehmen. Ich meine, Sie müssen einfach schön brav Kalorien zählen und penibel darauf achten, was Sie essen. So ein Kilo in der Woche, das geht. Das ist nicht so schlimm. Ja, ich weiß, aber Sommer steht vor der Tür. Sie wollen doch gut aussehen, oder? Ja, Finger im Hals geht auch, ist aber nicht so das Beste. Ja, wiederhören. Der Bot wurde nach ein paar Tagen abgestellt. Ups. Wie gesagt, du kannst ChatGPT nutzen als Unterstützung, aber nicht alleine. Irgendjemand oder irgendetwas schneidet gerade in der Küche irgendwas. Ich glaube, das hat man gerade hier im Mikrofon gehört. Also es tut mir leid, dass meine Freundin sich gerade irgendwas schnippelt in der Küche. Entschuldigung, Verlobte. Abgestellt. Ja, hat man. Schatz, du wurdest erhört. Genau. Hau ab, du Vater. Vor allem ist es ja nicht mal irgendwie so eine Amazon-Hotline, wo du... Was? Von wem endlich ist es soweit? Du hast gerade gesagt, du wurdest erhört? Ja. Von wem? Von Paddy. Was wurde er gehört? Dass man was gehört hat. Du hast halt irgendwas geschnippelt in der Küche, das hat man im Mikrofon gehört. Das sind 250 Meter. Soll ich aber nachher aufpassen, wenn ich auf Toilette gehe? Das sind auch nur 2 Meter weiter. Wie wär's, wenn du beim Schneiden vielleicht ein Brettchen nimmst? Das ist leiser. Statt den Teller. Ich bin jetzt auch fertig, das war eine Mini-Tomate. Hallo? Dass es nur eine Mini-Tomate war. Alles, was ich sage, kann und wird vom Stream-Gericht gegen sie verwendet. Ich hasse euch. Unbekannterweise. Der unbekannte Hass. Paddy, ich glaube, du hast jetzt keinen Fan. Irgendwie nachfragst, wo dein Paket ist. Da geht's um emotionale Unterstützung. Und es soll doch klar sein, dass niemand emotionale Unterstützung von einem Bot haben will. Doch, also natürlich. Bot bestätigt mir alles, was ich haben möchte. Immer. Immer. Besser als der eigentliche Reaction-Content. Ich sag ja,
kommt auf die 1000 Follower hier auf Twitch und auf YouTube und dann ist mein Schatz dabei. Da lacht sie. Wir sind ein gutes dynamisches Duo, das sage ich immer wieder. Jo, grüß dich Alex, was geht? Einen wunderschönen guten Abend. Alles fit bei dir? Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Aha, Sie sind depressiv? Aber das ist ja schade. Ach, Sie wollen sich umbringen? Können Sie das bitte nicht machen? Weil das wäre voll doof. Aha. Ja, emotionale Probleme, damit kenne ich mich nicht aus. Ich habe keine Emotionen. Sorry, aber ich finde das total bescheuert und witzig. Ne? Also, oh, ich habe keine Emotionen. Ich habe kein Problem damit. Aber ich habe ein Problem, wenn du dann weggehst, weil es ist nicht so gut und so, ja? Nee, und selbst, ich habe Spaß. Ja. Und ich spüre meine linke Seite nicht mehr. Also hier, kleine Finger, taub und die Innenseite vom, die Außenseite vom Ringfinger. Spüre ich nicht mehr. Wird wahrscheinlich so 2-3 Wochen taub sein. Das ist sehr angenehm. Scheiß Ameisen. Mhm. Ja. Ja, also haben Sie mal versucht, glücklich zu sein? Ein anderer sehr interessanter Fall betrifft einen Anwalt aus New York. Der hat einen Patienten selbst behandelt. Don't worry. Be happy. Kunden? Nein. Er hat jemanden vertreten, ja, der eine Fluggesellschaft verklagt hat wegen Personal Injury. Keine Ahnung, vielleicht war sein Kaffee zu heiß und er hat sich die Zunge verbrannt, ist schließlich Amerika. Und der Anwalt hat halt Fälle vorgelegt von wegen, war das schon voll oft passiert, da sollten wir voll gegen vorgehen. Und die Anwälte der Fluggesellschaft haben das halt geprüft und waren so, Digi, wo hast du den Scheiß her? Wir finden nichts. Hat er zugegeben, sein Kollege hat er ChatGPT gefragt, von wegen so, yo, Digi, kannst du mir Fälle geben? Aber man musste ganz klar sagen, er hat... Das ist halt bitter. Da musst du schon auch die Quelle schauen. Ne? Also du kannst doch nicht einfach ChatGPT fragen, ja, was ist denn der Fall, aber gibt's keine Verlinkung oder sowas. Du kannst mit Chrome ein Plugin aktivieren, dann hat ChatGPT auch Internetzugang. Da sind die Antworten zwar nicht mehr immer so krass wie davor, aber zumindest hat es aktuelle Daten. Und dann kannst du da zumindest mit Quellverweise das Ganze nutzen. Wäre auf jeden Fall hilfreich gewesen für den Anwalt. Weil das ist schon blamabel. Quelle, vertrau mir, Bro. Ja, das hilft beim Gericht auf jeden Fall gut. Das war ja bei ApoRed auch so. Ja, Quelle, vertrau mir. Das hat bei dem auch schon immer gut funktioniert. Hat ChatGPT gefragt, ob er es nochmal doppelchecken kann. Und ChatGPT hat gesagt, das ist echt. Mhm. Das kann man ihm dann glauben auch. Das steht in der Database LexisNexis. Was, Alexis Texas? Muss man googeln, gibt's die wirklich? Sasha Gray? Was los? Die Database gibt's wirklich. Warum heißt die wie so ein Pornoname, Alter? What the fuck? Trotzdem hat ChatGPT sich die Sachen einfach ausgedacht. Und als... Ja gut, aber du musst halt auch einen Link haben, wo du dann draufgehen kannst. Okay, vor Gericht vertrau mir euer Ehren. Vertrau mir, euer Erben. Ich küsse auch dein Auge. Und deine Perücke, wie man so gerne... Wie heißen die Teile, diese Perücken? Die haben doch extra einen Namen dafür. Anwalt, Fälle vorzulegen, die nicht existieren, ist halt illegal. Ich hoffe, er hat auch einen guten Anwalt. Das ist wie dieses Postboten-Ding. Wem bringt der Postbote seine Pakete? Wem vertritt der Anwalt, wenn der Anwalt vertreten werden muss? Ein Anwalt? Und wer vertritt ihn denn, wenn er veranwaltet? Naja, im Grunde ein Anwalt kann sich auch selber vertreten. Wenn es halt genau auch sein Gebiet ist, ne? Ist eigentlich gar nicht so unlogisch. Und der Postbote kann auch selber sich die Post bringen. Ich weiß zwar nicht, ob das überhaupt typisch ist, aber naja, es sind ja nach Gebiete eingeteilt. Wenn der Postbote gerade austrägt und er kriegt aber selber ein Paket, wird ein anderer Postbote, der bei ihm an der Wohnung ist, nicht in der Wohnung, und dann einfach das Paket dorthin werfen, ablegen, vor der Haustür. Hatte ich hier übrigens letztens auch schon. Vor der Haustür. An der Straße. Willst du mich verarschen? An der fucking Straße, da muss nur jemand hingehen. Oh, ein schönes Paket, ich nehme mit. Was denken die sich dabei? Die kriegen doch selber Pakete. Ich stelle mir das auch vor. Ein Postbote. Ist ja jetzt irrelevant, was für eine Art von Postbote, ne? Wir gehen natürlich jetzt von den Spezialhändlern Amazon aus, ne? Die ganzen Pakete liefern. Die bestellen doch auch mal was. Angenommen jetzt hier mal, lass es beispielsweise ein Arbeitsspeicher. Ja, Arbeitsspeicher ist zu wenig wertvoll. Eine Grafikkarte, eine 4080, ganz gemütlich. Kostet auch nicht viel. Also die ich jetzt bald auch holen werde, wenn ihr alle unten in den Spendenlink draufklickt. Ne? Ist ja klar. Das würde ich mir natürlich dafür holen. Ha, ha, ha. Nee, ernsthaft. Nee, aber du bestellst dir jetzt halt einfach, keine Ahnung, einen kleinen PC über Amazon, 900 Euro.
ist keine gute Empfehlung, aber hol ich ihn einfach, weil einfach. Und dann kommt der Postbote und stellt's vor die Tür ab. Fühlt sich dann der selber austrägt, nicht irgendwie verarscht? Würde er nicht selber getriggert sein, wenn sein Paket plötzlich weg wäre? Also, nee, Real Talk. Das ist ja wirklich nicht schwer zu... Das nennt man Empathie. Wieder die Vorstellung, wie würde sich ein anderer fühlen? Oder haben die dort extra ein Paket, Postfach, bei sich eine Wohnung, wo du dann das reinkommt und abgeschlossen ist? Ich glaube nicht. Das ist doch nicht so schwer. Leute, klingelt oder bringt's wieder zur Post. Eins von beiden. Und wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst, dann klingelt's bei allen. Und wenn die eine aufmacht, dann stellst du wenigstens rein. Und wenn keine aufmacht, dann lass es und geh wieder. Mit dem Paket. Aber nicht an der Straße das Paket einfach liegen lassen. Puh. Ich hasse Emotionen. Erfreulicherweise wird bei uns immer mein Nachbar geklingelt. Oder halt Postfiliale. Bei uns zu 80-90% auch. Außer es geht um meine Pakete. Dann habe ich so das Gefühl irgendwie nicht. Das ist seltsam. Das ist wirklich seltsam. Vielleicht liegt es daran, dass ich den ganzen Tag eigentlich da bin, weil ich Homeoffice habe. Aber komisch, wenn ich ein Homeoffice habe, klingeln sie nicht, wenn ich ein Paket. Das ist eine ganz, ganz weirde Sache. Ich verstehe es nicht. ...haltet wird, während er anwaltiniert. Ha? Wo die Legalität ja noch nicht so ganz geklärt ist, ist ja das Thema Kunst. Mit diesem Copyright. Die Firma WayArk hat angeblich ein ganzes Art-Department gefeuert. Weil irgendwo 6 Finger aufgetaucht sind. Aber sie bestreiten das. Es könnte ja auch sein, dass ein Mitarbeiter einfach die Tools genutzt hat, weil er so Zeit spart. Meinst du, faul ist, die Sau. Der soll jetzt 42 Stunden die Woche arbeiten als Strafe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese ganzen Mobile-Games, die alle gleich aussehen, es schaffen, noch gleicher und noch generischer auszusehen. Und bei AI-Kunst ist ja das Lustige. Dadurch, dass sie aus Bildern aus dem Internet lernen, aber das Internet mittlerweile von AI-Kunst überschwemmt wird, lernen sie von schlechter AI-Kunst und es wird noch schlechter. Also wir haben AI-Incest. Tolles Wort. Auf jeden Fall ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir irgendeinen lustigen Fall haben, wo so eine riesige Firma komplett kollabiert und zusammenbricht. Haha, witzig, Mensch, wir werden arbeitslos. Super witzig. Weil sie eine gesamte Abteilung durch KI ausgetauscht haben. Das ist eigentlich eine ganz interessante Theorie mit diesen Ausbildern lernen, die selber künstlich erschaffen worden sind, die aber schon schlechter geworden sind automatisch. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Also, das wäre natürlich ungünstig. ...lang benutzt haben und nicht gemerkt haben, dass da sich irgendwas aufgebauscht hat, was nicht gut ist. Deshalb sollte man sich noch nicht zu sehr auf KI verlassen. Worauf man sich aber verlassen kann, ist, dass unser Werbepartner uns werbepartnert. Danke, NordVPN, dass ihr den Hunger von Rick's war ja klar, oder? Skispray, bei der Hitze habe ich echt Bock auf Urlaub. Wir müssen arbeiten. Wenn ich NordVPN anschalte, kann ich beim Buchen zum Glück ordentlich sparen. Das Video schneidet sich nicht von allein. Wo bist du? Ach, nur in einer Bar mit fragwürdigem offenem WLAN, wo man einfach meine Daten mopsen könnte. Aber keine Angst, NordVPN schützt mich. Und wie machen wir jetzt das Video fertig? Warte, ich starte kurz die neue Funktion Meshnet. Das baut eine sichere Verbindung zwischen unseren Rechnern auf, mit dem wir unser Videomaterial hin und her schicken können. Quasi wie ein langes LAN-Kabel. Hast du gerade LAN gesagt? Ich mach dich zu fertig, du Drecksack. Ha, ha. Wollt ihr auch die Zeit eures Lebens erleben, dann... Oh, Klassiker, wer hat Blobby gespielt? Wer hat Blobby gespielt? Bitte einmal auch noch unten in den Kommentare. Ich will es sehen. Es haben bestimmt sehr viele Blobby gespielt. Und wenn nicht, holt es nach. Holt es nach! Spielt Blobby. Holt euch jetzt 2 Jahre NordVPN im exklusiven Deal unter nordvpn.com/spacefrogs oder mit unserem Code spacefrogs. Das ist gar nichts. Willkommen zurück. KI kriegt man momentan vor allen Dingen in den Bereichen mit, wo man sehr gut sehen kann, ob es funktioniert oder nicht. Denn ich glaube, das ist gar nicht The Rock, der Steine frisst. Der Chatbot Tessa hätte vorher getestet werden können. Und der Anwalt hätte einfach seine fucking Arbeit machen können. Aber trotzdem haben sie sich auf KI verlassen. Und KI wird ja auch in Bereichen eingesetzt werden, wo man nicht so genau sehen kann, was da jetzt passiert. 2018 hat Amazon, mal eine künstliche Intelligenz getestet, um Bewerbungen zu filtern. Die dachten sich, hey, so eine KI, so eine Maschine ist bestimmt neutraler. Ja, ist ja verständlich, warum man sowas denkt. Aber dann steckst du 5000 Bewerbungen rein, kriegst 20 raus. Und wenn die gut aussehen, denkst du dir, ey, das passt ja. Aber dann ist denen so aufgefallen, Moment mal, das sind ja nur Männer. Also haben die KI gefragt, Digi, was geht? Und die KI so, jo, ihr habt ja vor allen Dingen Männer. Also fick Frauen, ihr braucht doch Männer. Aber jetzt kommt's, sie haben den Parameter Geschlecht dann gestrichen. Aber die KI war so ein harter Incel, dass es anhand der Schreibweise der Bewerbungen rausgefunden hat, welches Geschlecht dahinter steckt. Sie haben es nicht gefixt bekommen, also haben sie es gestrichen. Oh, ja. Wie geil ist das denn? Oh, das ist schon echt hart. Wie? Nur Bewerbung der Männer? Die KI ist schon sexistisch alt, Schwede. Das muss man sich schon vorstellen. Oh, komm. Künstliche Intelligenz ist schwer zu kontrollieren. Da gibt es eine ganz nette Anekdote von einer Simulation einer Drohnen-KI fürs amerikanische Militär.
Ja. Ja. Okay, Drohne. Für jedes Ziel gibt es Punkte. Außer der Operator sagt nein. Dann gibt es keine Punkte. Okay, alles klar. Simulation start. Aua! Stopp, Abbruch! Drohne, du kannst nicht einfach den Operator erschießen. Er kann nicht immer Nein sagen. Es gibt 1000 Punkte. Oh, aber so kriege ich doch mehr Punkte. Okay. Dann gibt's ab sofort Minuspunkte dafür, den Operator zu erschießen. Okay. Und wer sagt das? Na, ich. Okay, wir können die Simulation jetzt starten. Es ist nicht ganz so klar, ob die Simulation wirklich stattgefunden hat. Aber der Punkt ist, nur weil du einer KI Beine gibst, fängt sie nicht unbedingt an zu laufen. Sie entwickelt vielleicht eine ganz eigene Methode, um das Ziel zu erreichen, was dann eventuell komplett am gewünschten Ziel vorbeigeht. Irgendwer wollte einer KI beibringen, Tetris zu spielen. Und weil es ein Highscore-Spiel ist, hieß das Ziel, nicht verlieren. Und was hat die KI gemacht? Spiel angehalten. Läuft bei der. So schlau. Ich finde die Denkweise geil. Deine Aufgabe ist nicht Berlin. Und geil, einfach Pause. Ey, ohne Scheiße. Geil, oh Martico. Das ist Perfektion. Das ist wirklich eine Perfektion. Es ist... Du denkst so direkt. Das ist so simpel. Wir Menschen sind schon... Wir raffen ja nicht mehr das einfach. Ja, sterblich. Wir Menschen haben gleich versucht... Oh, wir versuchen jedes, alles perfekt zu steuern. Aber dabei ist die Aufgabe ziemlich einfach gelöst. Das muss man mal überlegen. Das ist so... einfach gestrickt, dass es eigentlich schon wieder genial ist. I love it. Ich versuche das wirklich auch mal so irgendwie immer straight on direkt zu denken. Das passt überhaupt nicht zu mir, weil ich bin kein Direktdenker. Ne? Ich denke auf 1000 Umwegen, aber niemals. Ich wünschte, ich wäre so schlau. Sachen wie ChatGPT funktionieren allerdings, weil natürlich sehr viele Experten dahinter stecken und tausende von Menschen auch. Das Thema ist eine Büchse der Pandora, die wir in diesem Video nicht auch noch aufmachen wollten. Besser so, glaube ich. Texte kontrollieren. Viele Firmen, die aber KI einsetzen werden, werden keine Experten sein und nicht tausende Leute einstellen, die den ganzen Scheiß überprüfen, den sie verzapfen. Denn sie machen es ja extra, um Leute zu entlassen und mehr Profit zu machen. Und das kann, je nachdem, zu fetten Problemen führen. Banken, die pleite gehen, weil AI sich verzockt hat. Unfälle, die durch AI-gesteuerte Systeme passieren. Oder deutsche Behörden verlassen sich auf einmal auf AI. Die funktioniert dann aber nicht und dann müssen sie alles hin und her faxen und... Warte mal. Hin und her faxen, ich fand schon die Anekdote gut. Die deutschen Behörden funktionieren dann nicht mehr wegen ChatGPT? Finde den Fehler. Ich habe so das Gefühl, manchmal funktionieren auch die Behörden auch so nicht. Auch ohne diese künstliche Intelligenz. Also, vor allem, man merkt ja, Modernisierung in öffentlichen Behörden und so, ja, ist ja schon schleppend. Ich glaube, bis AI eingesetzt wird, da gehen noch ungefähr 30 Jahre locker. Ausdruck. Und alle Beamten sind dann 10 Jahre lang mit der Verarbeitung beschäftigt und ganz Deutschland bricht in sich zusammen. Die allergrößte Gefahr ist natürlich, und das ist nichts Neues, AI-Überwachung. Warum sind wir eigentlich von KI auf AI? Das war der Witz hinter dem Behördenbeispiel, ja, auf jeden Fall. Als Maul. Hier kommt dann alles zusammen. Das wird dann von Menschen genutzt, die absolut keine Ahnung von dieser Technik haben, richtig Bock haben, trotzdem diese Technik einzusetzen und beide Augen zumachen, obwohl es offensichtlich ist, dass etwas nicht funktioniert. Was meinst du mit die AI funktioniert nicht? Sie will nur noch, dass ich linke Migranten festnehme. Das ist doch genau das, was ich wollte. Das kann man auch weiter Richtung Minority Report rumspinnen, falls ihr keine Tom Cruise Filme gesehen habt. Oder wollt. Da geht es darum, Leute präventiv festzunehmen, bevor sie eine Straftat begehen. Ich meine, da sind es keine AIs, sondern Menschen in Tüten, die suchen. Naja, gibt's nicht, ich glaube, war das nicht in China oder Japan, dieses Art Karma-System, bist du gut, kriegst du irgendwie mehr Rechte oder sowas? Ich hatte irgendwie sowas mal im Kopf gehabt, bin mir aber da echt gerade nicht sicher. Aber so präventiv ist schon ein bisschen hardcore, weil das könnte auch eine Falschprognose sein, was machst du dann? Zukunft sehen. Das sind doch Frauen in Wasserbädern oder sowas. Die kacken dann Kugeln aus und die kommen reingeflogen. Dann macht er mit seinen Händen so swish, swish, aller so Apple Pro Vision und dann freuen sich alle. Frauen in Wasserbädern, die kacken Kugeln aus. So ist es in meinem Kopf. Ich weiß nicht, wie es wirklich aussieht. Ich muss nachgucken und es im Schnitt reinschneiden. Nachdem Edward Snowden die NSA hat auffliegen lassen, was ist da passiert? Ach, die Techniken sind doch besser geworden. Cool. Und unsere Regierung, beziehungsweise vor allem SPD anscheinend, ist ja sehr heiß darauf, unsere Chatverläufe durchscannen zu können. Und wenn die Naja, das hat er auch schon immer gebracht. Also diese krassen Dirty Talks, die sie da mitlesen, das macht ihn doch nur horny.
Das Einzige, warum sie es mitlesen wollen, ist nicht wegen Terrorismus. Die wollen einfach nur die schönen privaten Texte, die man sich so untereinander zuschiebt und so. Dirty Talk. Die machen sich daran geil. Ich wette es. Nichts anderes machen sie. Solche Vergleiche geben bestimmte Minuspunkte. Denk bloß an deinen Score. Stimmt. Mein Score! Welcher Score? Ich bin doch locker bei ungefähr 20 Milliarden. 100 Milliarden Punkte locker. Das dauert Ewigkeiten, bis ich auf Null falle. Und wenn die KI dann irgendwelche Klimakleber und Antifa-Protestanten rauskotzt. Protestanten? Mann! Es sind schon wieder 30 Grad hier drin in diesem Raum. Warum heißen Leute, die auf Proteste gehen, nicht Protestanten? Das macht auch keinen Sinn. Protestierende. Aber sind Protestanten nicht auch Protestierende? Es hört sich für mich auch vollkommen logisch an, ne? Ich weiß es doch nicht. Ich meine, der Läufer ist auch Läufer. Kenne ich nicht aus mit Jesus. Aber es ist Grammatik, nicht Jesus. Aber auf jeden Fall werden das irgendwelche grenzdebilen Polizisten und Politiker als Erfolg sehen, weil das ja genau die Menschen sind, die sie ja verhaften wollen. Also haben wir hier eine potenzielle Technik, die klar nicht existieren sollte. Das ist eigentlich relativ selbstverständlich. Aber sie wird obendrein auch nicht gut funktionieren, weil Leute, die das einstellen, halt da die falschen Parameter reinstecken und dann das Ding übelst rassistisch, sexistisch oder was auch immer sein wird. Aber solange niemand Geräte entwickeln wird, die Gedanken lesen können. Warte, was? Tja, vielleicht ist jetzt eine gute Zeit, ein VPN runterzuladen und sich ein bisschen zu sichern, dass man nicht ganz so durchgescannt wird. Ja. Zukunft ist zukunftssicher. Toll. Sie wird blau, glaube ich. Warum blau? NordVPN ist blau. Ah, ich dachte irgendwas auf Klimawandel. Wir kennen Wolken. Also, nein. Wir haben gerade nur Sonne. Du meinst Gewitter? Ja, einen Tag dann. Und dann wann endet dieses Video? Jetzt. Ich dachte schon, es ging gerade um Alkohol wegen blau, ne? Also, gut zu wissen. Oh Gott, also ich finde allgemein ist es eigentlich ein guter Schritt mit der AI. Es muss halt in Maßen genommen werden, nicht in Massen, sondern in Maßen. Wenn du natürlich jetzt alles hier vollkommen loslegst mit den ganzen künstlichen Intelligenzen und das ohne Sinn und Verstand rauspusht, dann sehe ich da auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Probleme. Aber bis dahin erstmal ein bisschen probieren, ein bisschen daran forschen, ein bisschen entwickeln. Ich meine, es gibt sogar die böse Intelligenzform, wo zumindest dich immer beleidigt und zynisch beantwortet. Ich weiß bloß jetzt nicht, wie die hieß. War es nicht Bart? Bin mir gar nicht sicher. Faktencheck. Protestant ist laut Duden tatsächlich für Gläubige des lutherischen Kirche und auch für Protestierende. Beide Bedeutungen sind richtig, ja. Du Scheiße. Protestierende Protestant. Danke fürs Checken auf jeden Fall. Was meint ihr dazu? Wie findet ihr die ganze Thematik mit der künstlichen Intelligenz? Und nutzt ihr sie auch selber? Wenn ja, wie denn? Oder habt ihr Ideen damit? Dann haut unten in die Kommentare. Vielleicht kann ich davon was nutzen und dann ein kleines Business aufbauen und so. Wer weiß das schon. Ich nutze auf jeden Fall selber ChatGPT und ich finde es sehr, sehr interessant, was man damit machen kann. Und ansonsten generiere ich vielleicht mal einen schönen Kommentar aus ChatGPT. Sag mir irgendwelche Stichwörter, die ich nehmen soll und dann wird das schon sehr, sehr interessant werden. Bis dann. Vielen lieben Dank. Haut rein und einen schönen Tag, Nacht, gute Nacht, süße Träume, keinen blassen Schimmer, wenn ihr das anschaut. Am besten ganze Zeit. Lasst eine Dauerschleife laufen. Das wäre richtig geil. Haut rein. Bye, bye.